meine Gattin Lena, die göttliche, sie kommt ja aus Kanada und in Kanada ist es so üblich, dass man eigentlich nur Junkfood isst. Das ist unglaublich. Deswegen braucht sie immer wieder einmal Bounty, Twix, Snickers oder ähnliches. Und gestern habe ich sie wieder erwischt, wie sie mir ein Bounty in den Einkaufswagen reingelegt hat. Unmöglich, das können wir nicht machen. Lena, ich mache das Bounty selber, okay? Ja, gern, super. Ist mir eh viel lieber, weil deine Sachen schmecken einfach viel, viel besser als alles im Gasthaus oder was man so kaufen kann. Okay, also beginnen wir das Bounty herzustellen. Dazu mische ich eine halbe Dose dieser Kokosmilch. Die habe ich ehrlich gesagt nicht beim Billa, wie hier in der Werbung, sondern im Maximarkt gekauft. Die muss man vorher ganz kräftig durchmischen, denn der Fettanteil der Kokosmilch tendiert dazu, sich abzusetzen. Das muss man richtig homogenisieren. Unser bekannter Zuckerersatz Erythrose, nicht insulinogen, vielleicht einen Spritzer kann ich sehen und dann anschließend 3 Wanderhuhneier. Und dafür möchte ich wirklich plädieren. Diese Wanderhühner werden in einem kleinen fahrbaren Wagen über die Wiese gefahren. Optimalerweise würden auf dieser Wiese vorher die Kühe im Rotationsprinzip weiden. Die Kühe hinterlassen ihren Dung, die Hühner scharren den Dung auseinander, fressen die Käfer und hinterlassen diese ganz wunderbaren Bio-Eier von einem echten Biohuhn. Also wer sie mit Rotationsweideprinzip, Wanderhühner und überhaupt die Biotierhaltung ein bisschen auseinandersetzt, der liebt diese Dinge. Und bitte schaut euch diese Eier an. Diese Eier sind golden orange. Es ist unglaublich. Dafür zahle ich wirklich diesen Preis, der jetzt für etwa 70 Cent pro Ei mir nicht so hoch erscheint. Wer überhaupt an solchen Dingen interessiert ist, muss sich unbedingt die YouTubes anschauen von Joel Salatin. Der Joel Salatin ist der weltberühmteste Farmer in Amerika, hat zahlreiche YouTubes, bei denen erklärt er, wie er aus einer Gstädten, also 600 Acres von praktisch nur Fels, innerhalb von 20 Jahren eine Farm erzeugt hat, bei der 20, 30 Zentimeter dichter, herrlichster Humus drauf sind. Eben Rotationsweideviehhaltung und die Kombination aus Rindern und Chicken, die als Wanderhuhn rumgeführt werden. Und dann, das ist absolut wichtig, für das Überleben der ganzen Menschheit ist der Vortrag, der TED-Talk von Dr. Alan Savory. Bitte unbedingt anschauen. In diesem Vortrag zeigt er, wie er große Anteile von Afrika eben durch eine derartige Rotationsweideviehhaltung begrünt und rekultiviert hat. Er nennt das Holistic Farming und Holistic Cattling. Es ist unglaublich. Also diese eine Stunde, die man investiert, um mehrere YouTubes von Dr. Alan Savory anzuschauen, sind absolut erhellend. Zurück zu unserem Teig, den wir eben anfertigen aus den Wanderhuhnen, aus der Kokosmilch, aus dem Kokosöl und den Kokosflocken. Und etwas Erythritis habe ich vorher vergessen zu erwähnen, wir geben als Zuckerstoff Erythrose hinein. Im Bild hier sieht man bereits das fertige Bounty neben dem Wanderhuhnei im Glas, das ich demonstrationshalber aufgeschlagen habe. Ich mische also die halbe Dose der Kokosmilch mit 3 dieser herrlichen Wanderhuhneier mit dem Schneebesen ab und dann gebe ich 1,5 Packungen Kokosflocken dazu, sonst nichts, nur 1,5 Packungen Kokosflocken. Das nächste Mal würde ich vielleicht etwas Flohsamenschalen zugeben, um es besser zu verkleben. Ich dachte, das Verkleben durch die Eier genügt. Es ist allerdings die Masse dann insgesamt bröselig und etwas schwer zum Handhaben. Man kann daraus sehr wohl die Bounties erzeugen, aber beim Schneiden muss man sehr vorsichtig sein. Das wird zusammengemischt. Anschließend gebe ich in etwa eine halbe Tasse leicht erwärmtes Kokosöl dazu. Wir wollen diesen Kokosgeschmack maximal rauskitzeln. Dieses erwärmte Kokosöl wird untergemischt und die Masse schmeckt dann einfach wirklich original wie das Bounty, nur weniger süß, also wirklich himmlisch. Die rohe Masse ist dann, muss ich sagen, noch besser als das eigentlich fertig gebackene Produkt. Deswegen lassen wir diese rohe Masse gleich von der Lena verkosten. Unserer Junk Food Queen. Schmeckt so, Schatzi? Sehr, sehr, sehr gut. Kokosmilch? Nein, ich hab schon gekostet. Sehr gut. Die Lena groß beim Bearbeiten der Post.
Diese rohe Masse gebe ich in eine kleine Kastenform. Bequemlichkeitshalber habe ich sie mit Backpapier ausgeschlagen, damit ich hinten noch weniger putzen muss. Ich backe sie bei 120 Grad über 2 Stunden. Sehr niedrige Temperatur, dafür lange, damit die weiße Farbe nicht verliert. Hat nicht sehr viel genutzt, war trotzdem leicht gebräunt. Habe es dann in Stücke geschnitten und diese Stücke habe ich versucht zu glasieren. Das habe ich leider vergessen zu fotografieren. Diese mit Schoko glasierten Stücke, da muss man die Schokolade erklären, dazu nehme ich als Grundbasis den 85%igen Kakao. Da schmeckt man der vom Hofer einfach am besten. Hier gebe ich einen ordentlichen Löffel Kokosöl dazu, das muss ich natürlich vorher erhitzen. Dann verdichte ich das Ganze geschmacklich noch ordentlich mit dem Benzdorf Kakao, der schmeckt mir am besten von alle. Und nehme dann noch natürlich ein bisschen Erythrit. Falls ich eine eigene Schokolade erzeuge, gebe ich dann Orangenöl dazu, mische das ab und lasse es abkühlen und habe dann eine tolle Schokolade. Hier verwende ich diese Schokolade-Kakao-Mischung zum Glasieren unserer Bounty. Masse, die mittlerweile gebacken wurde und in Stücke geschnitten wurde. Dann schauen wir mal, was die Verkostung durch unsere zweite Junkfood Queen, das ist die Selina, die sowas liebt, ergibt. So, Leni, also, du stehst mitten in deiner Matura und deswegen brauchst du jetzt ein ketogenes Bounty. Aber die Hirn zu aktivieren, also bitte, antesten. Piha. Voll gut. Kann man das vergleichen mit einem normalen Bounty? Es ist anders, aber ich mag das viel mehr, weil das andere Bounty ist mir eh viel, viel, viel zu süß. Ja, das ist furchtbar süß, das stimmt. Ein bisschen weniger süß. Aber der Teig, ja, hast du den Teig gestern gekost, bevor ich ihn gebacken habe? Nein, das der war so original Bounty, nur ein bisschen weniger süß. Nein, der ist aber auch vergleichbar, ich finde den sehr gut. Das schmeckt mir sogar besser als das echte Bounty. Ah, ja, wirklich? Na gut, danke. Für das Überziehen der gebackenen Masse, der gebackenen Kokosmasse mit Schokolade, habe ich kein wirkliches Vorbild. Ich kenne das alles nur aus dem Fernsehen, wo das so drüber geleert wird. Und unten ist ein Gitter und die Schokolade tropft dann wieder runter und kann wiederverwertet werden. Mein Gott, das wird jeder seine eigenen Tricks haben. Möglicherweise kann man diese Masse einfach wuzeln in Schokolade. Ich habe es halt mit einem Löffel drüber gegossen. Hat nicht sonderlich gut funktioniert. Hier sieht man einen Menschen mit sicherlich Zuckerkrankheit und metabolischem Syndrom. Dann möchte ich auf die ebenfalls gestern angefertigte Kumquat-Kompott, auf das Kumquat-Kompott hinweisen. Das passt einfach wunderbar dazu. Und wünsche euch viel Spaß mit diesen ketogenen bzw. Low-Carb Bounty, das sicherlich ganz wenig Kilokalorien hat, Zuckerersatzstoff hat und wirklich den süßen Zahn absolut befriedigt. Für Krebspatienten, für Diabetiker, für Übergewichtige, für alle, die Kalorien sparen wollen. Viel Spaß damit!